Batman, Arkham City. Ja, letzte Folge hatten wir ein paar Probleme. Ich habe halt gar nicht bemerkt, dass die Aufnahme einfach abgeschmiert ist. Ja, und dann habe ich dann Catwoman tatsächlich hatte Glück. Two-Face kriegt sie. ein bisschen weitergespielt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Außer. Oh, Gesundheit. Nee, das wollte ich auf jeden Fall nicht sagen. Auf jeden Fall, ja, tut mir leid und ich achte demnächst jetzt drauf, dass die Anzeige oben auch da ist und mir sowas nicht normal passiert. Ich weiß zwar jetzt nicht mal, wo ich war, was ich getrieben habe, aber auf jeden Fall ist das hier eine Nebenmission gewesen, Two-Face glaube hat ich. bald die ganze Stadt im Und Sack. ja, wir attackieren einfach mal. In Deckung! Du wirst hier sterben. Das wird dir verdammt wehtun, Batman. Du wirst hier sterben, Batman. Wir machen dich fertig, Batman. Wenn ich fertig bin, erkenne ich nicht mal mehr deine Mama. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Woher? Ich meine natürlich. Bitte, bitte, tu mir nicht weh. Ich werde dir alles sagen. Daran habe ich nicht eine Sekunde gezweifelt. Was? Ich habe auch nicht gezweifelt. Ich wollte es nicht. Er hat mich gezwungen. Er hatte meinen Freund. Er hat ihm ein Messer ins Bein gerammt. Es ist meine Schuld. Aber er wollte ihn töten. Riddler hat das getan? Er ist verrückt. Er hat mich gezwungen, sie aus der Kirche zu schaffen. Er sagte, sie würden sonst alle sterben. Ich hatte Angst. Er gab dir die Schuld für alles. Ich gebe mein Bestes. Er meinte, dass ich dir was ausrichten soll. Er war da sehr, sehr deutlich. Es sind nur ein paar Zahlen. 275. 275325. Keine Ahnung, was sie bedeuten. Das klingt nach einer Funkfrequenz. Zwei, sieben, fünf. Endlich! Ich werde meinen Teil der Vereinbarung jetzt wohl erfüllen müssen. Ein Rätsel für die Fledermaus. Kannst du es lösen? Hast du rausgekriegt, was die Zahlen bedeuten? Ja, es ist nur eins von Riddlers Spielchen. Er hat ihnen was gegeben, oder? Ja, ist nur ein Kästchen. Keine Ahnung, wozu es gut ist. Ich komme schon dahinter. Sie sollten zurück zur Kirche gehen, da sind Sie sicherer. Enigma. Löse dieses Rätsel. Wenn du mich kennst, willst du mich teilen. Doch wenn du mich teilst... Ich fürchte, das war falsch, Dark Knight. Du machst wenn du das mich wohl zum kennst, willst du ersten mich Mal. teilen. Doch wenn du mich Nicht teilst, weiter verschwinde ich. verwunderlich. Stell deine Dummheit ab jetzt Geheimnis. ruhig in der Geschwindigkeit zur Schau, die dir am besten behagt. Toll, Dark Knight. Du hast es geschafft. Wie ein Kind, das seine ersten Schritte macht. Ich sollte dieses Wunder honorieren, indem ich dir den Aufenthaltsort von einer Person aus dem Ärztestab verrate, die verzweifelt um Hilfe schreit. Tja, wir gehen doch direkt dahin, oder? Riddler treibt in Arkham City sein Unwesen. Er hat die Wachen aus der Kirche als Geiseln genommen. Soweit ich mich entsinnen kann, saß er, seitdem sie die Polizei von Arkham Island aus zu ihm geführt haben, in Haft. Was will er? Rache. Er übermittelt mir Frequenzen und gab mir ein kleines Gerät, mit dem ich seine Rätsel dekodieren kann. Sie führen zu bestimmten Punkten auf der Karte von Arkham City. Ich lasse dich wissen, wie ich vorankomme. Enigma-Maschine, okay. Ja, das hatte ich gemacht in der letzten Folge, wo ihr nicht mehr dabei wart. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Riddler gewesen. Beziehungsweise zu den Polizisten. Oh, Feind. Bam! Du hattest recht, das ist Batman. Das wird leicht, Missgeburt.
nächsten. Haben wir du stirb! Und Batz. Geil. Schöne Kombo. Nee, da wollte ich gar nicht hin, aber okay. Yes, wir sollten sie erledigen. Jokers Jungs eine Lektion erteilen. Nein, wir warten. Warten auf was? Darauf, dass Two-Face es befiehlt. Er ist immer noch der Boss. Two-Face ist weg. Er ist abgehauen, nachdem Batman und Catwoman ihm den Arsch aufgerissen haben. Wir haben Batman gesichtet. Tja, Rätsel gelöst. Auszusehen. Ich wollte eigentlich den Helikopter anpinnen. Mann, nee, ich will ganz sehen. So, Stufenaufstieg. Eine kugelsichere Panzerung. Sein Museum ist schon die reinste Festung. Stimmt, das Batman hier ist an dem Protokoll 10 für die 7 Stunden in Kraft. Nicht lustig. Hätte nie gedacht, dass du ein Komiker bist. Was ist lustig? Weißt schon, Pinguin, Huhn, sind beides Vögel? Ihr seid beide Idioten. Jetzt haltet die Klappe. Batman! Jetzt überlegen, wie wir überleben können. Ohne Vögel. Na, komm her. Ja. Ja, Riddler's Geisel, okay. Was haben wir hier noch? Ja, wir gehen das mal. Sind wir den falschen Weg gegangen, aber naja. Batman! Es ist Batman! Das wird leicht, Batfreak! Hey. Bam. Oh, ich liebe dieses Kampfsystem. Es ist echt mega geil. Wirklich. Batarang. Da. Eingedrungen bist, werde ich dich in Stücke schneiden. Na, komm her. Wir legen allen Besuchern ein Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neue Attraktion mit Farben aus der Tiefe zeigen. So, ausgeschaltet. Weg sind sie. Bekommen in der nahegelegenen Eisberg-Lounge ganz besondere Angebote. Ich wollte gerade sagen, dann sah das schon so brüchig aus. So, dann hacken wir das erstmal hier ein bisschen. Auch nur ein bisschen. Ich glaube, ich möchte nicht, dass du in mein Zuhause einbrichst, Batman. Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bathöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme vom Militär einsetzen. Die bekomme ich nur deaktiviert, indem ich sie zerstöre. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen.
Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen... Das auch noch, aber schaut mal. Wie diese komischen Luftballons. Ich bin nicht doof. Pinguin ist Pinguin. Ey, ich springe hier durch. Anscheinend bin ich doch doof. An den Sicherheitsmaßnahmen komme ich nicht vorbei. Ich soll... Ach hier. Mehr musst du nicht wissen. Solange es ist nicht die blöde Fledermaus. Ich bin auf die Idee kommen, das aufzubrechen. Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. Ups, das war zu viel A. Ein Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Heute in der ganzen Zeit. Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cobblepot. Ich weiß nicht. Dann fängt's raus. Und während du das tust, überprüfe auf die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und stecke die Reste davon. Hast du gehört, dass sie Bruce Wayne hierher gebracht haben? Schnee von gestern, Mann. Pinguin hat sich mit ihm getroffen. Woher? Batman! Es ist Batman! Es ist Batman! Hier drüben! Oh Gott, er hat uns gefunden! Arkham City gehört uns. Und jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Ich will, dass er aufgehalten, verpackt und schleunigst ausgestellt wird. Kapiert? Wenn wo du auch bist, Batman, ich werde dich finden. Ich komme für einen Zugang zur... Schreibt mich gerade einer? Jemand hat es auf den Unterbrecher abgesehen. Weg von mir! Und der ist auch weg. Sehr schön. Batman hat oben irgendwas mit den Störgeräten gemacht. Wo steckt der Rest von euch Idioten? Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort! Batman ist vermutlich auf dem Weg darunter. Verstanden? Ja, Sir, Mr. Cobblepot. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Aufzustellen. Ich schätze, er versucht. Ich war sogar richtig. Da bist du, Batman. Komm hier rüber. Hier drüben.
ausgeschaltet. So, rein da. Pinguin klang echt sauer. Batman pfuscht ihm in sein... Kann ich hier nicht rüber? So. Die Tür ist zu. Aber hier geht's lang. Sehr schön. Was kann ich denn hier hacken? Hm? Ach so, ja, stimmt ja. Störgerät. Bla bla bla. Da war ja was. Derselbe Kerl sein. Selbst wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Ach, guck mal. Keine Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Hat sogar einen Namen. Solomon. Behälter. Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du? Was macht Batman hier? Euch ausschalten. Aus euch. Was? Ausschalten will ich euch. So. Oh Mann, ey. Sprachbarriere ist schon wieder da. So, das wird gesprengt. Ach so, Mann, ich Idiot. Alter. Sagen, Alter. Oh, Junge, Junge, Junge. Aber es ist mit dem Greifhaken, dass er entwaffnen kann, finde ich mega gut. Hat man gewisse Vorteile hier. Aber auf jeden Fall wieder auf Rüstung gehen. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Ja, eigentlich. Aber sind ganz nämlich wieder zurück. Was ist mit dir? Oh, was habe ich mit ihm gemacht? Ja, und wie komme ich hier wieder raus? Ja. Vermutlich da.
sag ich doch, hier. Was zum Henker ist da unten los? Hallo? Hat hier jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr gar nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch. Das klingt nach einer Drohung. So, hier gab es ja was zum Hacken. Das kann ich ja jetzt wieder hacken, nachdem seine Störsender ausgeschaltet sind. Na, okay. Das ist einfach nur ein Weg nach oben. Und noch eine Riddler-Trophäe. Nehmen wir die einfach mit. Arm ist besser als brauchen. Und es gibt immer gut EP. Das darf man nicht außer Acht lassen. Da, liebe Leute. Das ist der Ort, an dem du sterben wirst. Oh, diese Messertypen, ey, die haben mich immer aufgeregt. Telefon. Ah nee, ich will jetzt hier rein. Man wird immer abgehalten, die Hauptmission weiter zu machen. Ja, das ist jetzt nicht mehr schlimm, jetzt kann ich auch hacken. Dinosaurier. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten bekommen in der nahegelegenen. Wow! Als ob ich gespoilert worden wäre. Der vor 65 Millionen Jahren. Von dem Passwort. Er trägt Körperpanzerung. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Fahrt zur Hölle! Können wir doch hin. Nichts. Hm. Ah. Ey. Aber Bilder Pinguin steht da. Na gut, ich weiß es nicht. Dann gehen wir weiter. Irgendwas an dem Gefangenen ist seltsam. Ich sollte mit ihm reden und herausfinden, was los ist. Was für ein Gefangener? Irgendwas an dem Gefangenen ist seltsam. Ich sollte mit ihm reden und herausfinden, was los ist. Sie sind in Sicherheit, vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Sorry, Mann. Ich bin Bulle.
Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon Sie geschickt hat, kennen Sie den Code? Ja, ja. Er sagte... Oh Mann, wie war der? Der Code. Sofort. Sarah. Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, Ihr Team reinzuschicken. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu zehnt. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, Sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich Sie. Hm. Das sind alles Agenten, die vermisst werden. Agenten. GCPD, Polizisten. Ich kann einen ferngesteuerten Batarang benutzen, um Schalter außer Reichweite umzulegen. Mhm. Und dann? Ah, okay. Oh, da fliegt sich ja wie ein Flugzeug. Dahinter? Ist dahinter auch jemand? Ne, laut Karte hier lang. Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Dir wird dein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu, man könnte mich einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also, was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs. Zeit für die Aufnahme. Dann kommt mal her. Ich box euch alle weg. Oh, Alter. Leg ihn um. Deutet ihn.
das war doch easy peasy. Was hättest du nicht tun sollen, Batman? Du zwingst dich dazu, die großen Kaliber aufzufahren. Oh, er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück. Dann komm doch her. Aua. Ja, dich habe ich wieder. Au. Sehr schön. Hab den Pinguin gefunden. Und Mr. Freeze, haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, weih Barbara an alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich. Ja, und nun müssen wir immer durch. Choose your weapon. Strom heißt doch irgendwie... Gibt's irgendwie hier einen Schalter? Ah, guck mal. Dann schaut doch mal an. Aber hier gibt es nichts. Ah, da. Diese Wände habe ich mir schon aus dem ersten Teil gemerkt, ey. Aha. Ich sag ja, wir sind ja nicht doof. Wir sind ja nicht unaufmerksam, ne? Alles für den Levelaufstieg. Checken wir das hier auch noch, dann ist dann ganz der komplette Strom aus. Ja, perfekt.
ganz schön kalt hier. Bleib, wo ich dich sehen kann, Batman. Du glaubst nicht, wie sehr der alte Schneemann sich gewehrt hat. Aber ich hab, was ich wollte. Der Rest ist egal. Halt still, Kleiner. Nein, nein, nein! Komm doch, wenn du hier fertig bist, zur Iceberg Lounge, damit ich dir nochmal in den Hintern treten kann. Hey, werd nicht so frech, Mensch. Genieß dein Bulleneis. Bitte, hilf mir. Okay. Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein, mir Zeit lassen. Alles klar. Hier, drüben. Festhalten. Hier dürften Sie sicher sein. Vielen Dank. Gehören Sie zum 13. Bezirk? Wo ist der Rest Ihres Teams? Es waren noch zwei in diesem Raum. Pinguin hat sie eingefroren und ist dann auf mich los. Ich lief und, naja, ist wohl klar, wie es weiterging. Ich schnappe sie. Sie bleiben hier und wärmen sich auf. Ich bin langsam... Alter. Verzeih, Batman. Hab ich vergessen, meine kleine Freundin zu erwähnen? Darf ich vorstellen? Nein! Wer hätte die Sache? Ich war gerade ein wenig, Schneidet ihm die Maske vom Gesicht. Seid nicht allzu vorsichtig dabei. Ja gut, liebe Leute. Ich würde sagen, das halten wir uns als... Ja... Highlight für die nächste Folge. Highlight für die nächste Folge vor. Und in dem Sinne, macht's gut. Haut rein und bis Mittwoch. Haut rein. Bis denn, meine ich. Euer Vogelmann. Ciao.